Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir uns einen Gratis-Skin gegönnt, den es im Shop gab oder immer noch gibt, ich weiß es nicht. Dazu Aufgaben natürlich, die machen wir jetzt auch noch. Und ansonsten halt die mit diesen komischen Waffen da, Minigun und dem Gewehr, natürlich noch Damage machen. Kann ich euch zeigen. Die machen wir, die verfolgen wir jetzt erste Mal. Und hier diese Chaos, weil ich habe da nur noch 7 Stunden Zeit. Wenn ihr die Folge seht, ist das schon längst Geschichte. Dann haben wir sogar hier schon Woche 10, glaube. Da muss ich gucken, ob ich die hinbekomme. Aber die Vulkan-Assist-Sachen wollen wir natürlich alle machen. Das steht fest. So, jetzt möchte ich nur hoffen, dass die Runde schnell startet hier. Ich möchte mir keinen Wolf abquatschen. Und, haben wir bald die nächsten 5 Sternchen da drauf? Erstmal einen Schluck Kaffee. Und ja, ich trinke Kaffee, während ich aufnehme. Weil ich es brauche, weil ich es will, weil ich es möchte. Wem es stört, schaltet bitte ab. Es ist immer noch mein Kanal und ich kann machen, tun und lassen, was ich will. Ich denke mal, die Musik wird sich jetzt schön mit meiner Hintergrundmusik überschneiden, aber ist mir gerade so egal. Los und Tor, ey, war ein Tor geschossen, yeah! Das mit dem Luftschlag haben wir in der letzten Folge schon erledigt. Wir müssen Gebäude in Brand setzen, dann landen wir irgendwo weit hinten. Wo wir Glühwürmchen farmen können, wäre hier eigentlich ideal. Und ja, ich habe mich nicht bedankt beim Busfahrer, weil ich diese Aufgabe nicht mehr brauche. Die Meilensteinaufgabe habe ich schon komplett erledigt. Warum sage ich das überhaupt? Weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll. Kappa. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst sagen soll. Wenn ich Fortnite alleine spiele im Solo, bin ich immer sehr konzentriert, deswegen rede ich da kaum oder ich rede irgendeinen Schwachsinn. Wenn ich allerdings Fortnite jetzt im Duo, Trio oder Team spiele mit meinen Kindern zusammen, mit Darko zusammen oder so, oh, da drehe ich aber frei. Ich werde auch mit Darko wieder zusammen ein paar Folgen aufnehmen. Wenn ihr das auch möchtet, lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da. Eine Aussage, die ich selten tätige, aber trotzdem, was muss, das muss. So, landen wir erst bei den Türmchen, bei dem Boot oder bei der Tanke? Ich würde sagen, wir landen erst bei der Tanke. Oh, gleich mal eine große Munitionskiste, das ist sehr nice. So, Glühwürmchen müssen wir gleich noch fangen. Wohin? Ja, das kriegt man gebacken. So. Schrotz ist immer gut. Slurpy-Fisch ist eigentlich auch nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. Ich brauche Glühwürmchen. Und ich glaube, ich sehe hier hinten schon welche. Yo, nice. Okay, hier gibt's nichts. Ah, 5.
Nice, nice. Renn mal. Wer hat denn jetzt um mich geschossen? Da hinten. Danke dafür. Da unten gehen wir gleich hin zum Boot. Wir wollen erstmal schnell noch zur Tanke gehen. Hier unten gibt es auch immer eine Kiste. Nee, will ich nicht. So, das setzen wir auch noch in Brand. Scheiße! Oh, ich muss los. Da oben war ein Rift. Den gönnen wir uns schnell. Noch ein paar Glühwürmchen waren halt richtig geil. Oh Mann. Oder so ein außerirdisches Gewehr. Das wäre auch noch richtig chillig jetzt. Okay, hier waren schon welche. Aber hier noch nicht. Nice. Muss halt jetzt aufpassen hier. Wenn dort der Loot liegt, heißt es allerdings, dass auch hier in der Tanke entweder einer ist oder war. Komm, hier gibt es auch immer Glühwürmchen.
Ach komm, das kann doch nicht sein. Was sind denn heute, was ist denn heute los mit mir hier? Was sind denn das für Runden? Mann, 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 Alter. Bin ich so schlecht? Ich muss den Skin wechseln. Ich wechsle jetzt den Skin, immer scheißegal. Und warum haben die Steinhäuser nicht gewertet? Moment. Die haben nicht gewertet. Das ist ja eine Scheiße. Moment, ich muss erstmal ganz kurz den Skin ändern hier. Ich weiß, ich habe nicht so viele Skins, ist mir aber egal. So, Rückenaccessoire wird noch geändert, der kriegt das Büchlein. Hallo? Machst du? Fortnite? Gut. So, Kleider kommt auch ein anderer. Was nehmen wir für einen? Nehmen wir den da. Kann man das Aussehen ändern? Lol. So, und das bleibt. Und direkt eine neue Runde starten und einen Schluck Kaffee trinken. Hab ja gesagt, mir egal, ob es euch nervt, ich mache es trotzdem. So, aber warum zählen die Steingebäude bitte schön nicht? Wenn ich die in Brand setze, was soll denn das? Das ist ja eine Frechheit von Fortnite. Nur Holzgebäude. Naja, dann müssen wir das halt mal machen. Ist ja nicht so schlimm. Na komm, mach hin. Papa will zocken. Und dieser Skin gefällt mir auch. Das war der erste Skin, den ich mir im Shop, glaube, gegönnt habe. Der richtig Baba-mäßig ist. Danach kamen mir die ganzen Star Wars Skins und die ich besitze nicht alle. Ja, und seither habe ich mir dann nur noch Eivor im Shop geholt und Basim. Ein paar Tänze und das war's. Mehr nichts mehr. Brauche ich auch nicht. Ich habe genug Geld in Fortnite gesteckt. Ich muss ab und zu mal den Season Pass kaufen, wenn ich die V-Bucks aus Versehen ausgebe. Oder wenn meine Kinder keine V-Bucks mehr haben und ich denen den Season Pass holen muss. Aber das soll mir auch recht sein. Mache ich natürlich gerne für meine Kinder. Und ich mache es nur für meine Kinder, für niemanden sonst. Ich weiß, es gibt auf der Welt ganz viele Idioten, ne, die sich als armes, hilfloses Mädchen ausgeben oder als kleines Kiddie und dann wollen, dass man den Skins schenkt. Ha, aus so einem Quark falle ich nicht rein. Nee, nicht mit mir, So, wir fliegen wieder dahinter in die Waldrichtung, wo es Glühwürmchen gibt. Ich will eigentlich schon die Aufgabe machen. Ich will gar keine Leute killen. Warum bin ich so doof und renne immer wieder ins Getümmel rein? Ich bin doch sonst der vorsichtige Mensch. Naja, mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, gut, hier können wir mal landen. Komm, ich höre doch eine Kiste.
Okay. Die ist nice. Die Glühwürmchen auch nice. Diese Glühwürmchen. Bin ich doof? Wir gehen erstmal da unten zu dem Holzgebäude, würde ich sagen. Nein. Nicht mit mir, da bin ich lieber weg. Nee, nee, nicht mit mir, nicht mit mir. Zumal ich hier kaum guten Loot habe und der zu weit weg war für meine Nahkampfwaffen. Was liegt hier rum? Machen wir das mal ganz kurz so hier. Noch welche? Hier. Nice. Ich renne hier gerade total falsch, ne? Habe ich mit dir schon mal gesprochen? Ich glaube, oder? Das ist noch ein Holzgebäude, nice. Ja, man sieht, ich mache halt wirklich nur die Aufgaben und ich bin auch sehr ruhig, weil ich konzentriert bin. Das müsst ihr mir aber nachsehen, denn ich will halt die Aufgaben erledigt haben. Na, gibt's nichts Interessantes? Ich versuch's jetzt nochmal bei dem Haus. Oh, es hat doch gewartet, aber nur der Dachstuhl. Okay. Natürlich auch nicht wirklich gut.
Das ist natürlich auch nicht wirklich gut, wenn es nur der Dachstuhl ist. Nein. Rutsch doch mal. Oh Gott, ob ich das schaffe. Drückt mir die Daumen. Oh nein. Oh Mann, Alter, willst du mich mit der grauen Strommelpappe hat der mich geholt, ernsthaft? Puh, da könnte ich zur Lobby zurück. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Egal, ich will ja nur die Aufgaben machen. Wir haben das mit den Gebäuden schon so gut wie erledigt. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.